Hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen auf dieser Webseite. Schön, dass du dieses Video gefunden hast. Und in diesem Video werde ich dir in 7 Schritten zeigen, wie du dein eigenes Lifestyle-Business aufbauen kannst. Und diese 7 Schritte habe nicht nur ich selbst angewendet, um mein Lifestyle-Business aufzubauen, sondern viele hunderte Unternehmer haben sich schon den Traum vom eigenen Lifestyle-Business anhand dieser 7 Schritte erfüllt. Und ich will dir einfach zeigen, wie du mit weniger Aufwand mehr verdienen kannst und wie du es dadurch schaffst, einfach mehr Zeit, mehr Freiheit für das zu haben, was dir wirklich wichtig ist. Wie gesagt, viele hunderte Unternehmer haben diese 7 Schritte schon umgesetzt und ja, ich möchte diese 7 Schritte jetzt heute mit dir teilen. Und im ersten Schritt steht immer das Ziel. Du musst wissen, warum es tust. Ich weiß, du hast es bestimmt schon oft gehört, aber es ist so immens wichtig, dass du kennst, dass du dein Warum kennst, dass du weißt, warum du etwas tust, damit du auch, wenn es mal nicht so läuft oder wenn irgendwelche Probleme auftreten, dass du dran bleibst, dass du so eine innere Stimme hast, die zu dir sagt, hey, nein, es gibt keinen Plan B. Du hast dir das vorgenommen, du willst es erreichen und du willst dein Ziel verwirklichen. Du willst das Leben so leben, wie du es dir im tiefsten Inneren deines Herzens vorstellst. Und du willst dranbleiben. Und du brauchst diese Motivation. Und deswegen ist es wichtig, dein Ziel zu kennen, die wahre Motivation, dein Warum, ja, ausfindig zu machen. Und dabei möchte ich dir dann gerne helfen. Also wichtig, Schritt 1 ist ein ganz klar definiertes Ziel. Schritt Nummer 2 ist dann der Aktionsplan. Du musst also wissen, wie kommst du von A nach B? Also wie kommst du von deinem Ausgangspunkt jetzt zu deinem Ziel B? Wie schaffst du es, dass dein Lifestyle-Business Realität wird? Welche Schritte sind dazu notwendig? Warum tust du was? Also welche Schritte brauchst du? Und diesen Aktionsplan werden wir dann auch gemeinsam erstellen. Dann im dritten Schritt ist das Angebot. Du brauchst ein Angebot. Du brauchst nicht unbedingt ein eigenes Produkt, aber du brauchst ein Angebot, was dich von der Masse abhebt, worin du ja den Leuten einen Mehrwert bieten kannst. Und dieses Angebot werden wir dann auch ganz genau im Detail ausarbeiten, so dass du mit deinem Angebot ja auch attraktiv für andere wirst. Und im vierten Schritt ist dann der Aufbau des eigenen Expertenstatus, quasi dich zur eigenen Marke machen. Und ich will dir auch sagen, warum dieser Schritt wichtig ist. Experten haben immer gute Auftragslage. Und wenn du heute zum Beispiel eine schwere OP hast, dann lässt du dich lieber von einem Experten, ja, von einem Fachmann operieren, wie jemanden, der gerade erst die Ausbildung begonnen hat. Und da siehst du auch schon, welche Macht dieser Expertenstatus hat. Und der Experte kostet in der Regel auch immer mehr Geld als jemand, der sich noch in Ausbildung befindet oder ja gerade die Ausbildung beendet hat. Das heißt, aufgrund von deinem Expertenstatus sind höhere Preise möglich und höhere Preise ermöglichen dir natürlich mehr Lifestyle. Und außerdem ist es noch ein ganz entscheidender Punkt, dass du, wenn du dich zur Marke machst, wenn du Experte auf deinem Gebiet bist, wenn du als Experte wahrgenommen wirst, dann hast du keine Konkurrenz. Und das sage ich ganz deutlich, keine Konkurrenz, weil du bist einzigartig. Und wenn du dich quasi brandest, dann bist du mit deinen Erfahrungen, mit deinen Ideen, mit deinen Anreizen, die du anderen lieferst, bist du einzigartig, du bist ein Individuum, du bist nicht vergleichbar mit anderen. Und dieses Individuum gilt es von innen nach außen zu holen und es sichtbar für andere Menschen zu machen und dann eben, wie schon eben erwähnt, attraktiv für andere zu werden. Und da sind wir auch dann schon beim Punkt 5. Wir werden gemeinsam das so aufbauen, dass du Soap-Marketing erzeugst, dass du ja magnetisches Marketing betreibst, also Attraction-Marketing, dass du attraktiv für andere wirst, dass du wie ein Leuchtturm ja im Wasser stehst und dass Menschen dein Licht sehen und dass auch wirklich dadurch nur noch dann Menschen zu dir kommen, die das suchen, was du anzubieten hast, dass du nur noch mit Menschen sprichst, die wirklich wollen. Ja, die mit dir zusammenarbeiten wollen und die auch bereit sind, das zu tun, was du ihnen sagst. Und der sechste Schritt ist dann, du brauchst ein Verkaufssystem. Ein Verkaufssystem, was du im Anschluss daran schalten kannst. Also, dass wenn jemand zum Beispiel durch ein niedrigpreisiges oder durch ein Einstiegsprodukt, will ich es mal nennen, bei dir Kunde geworden ist, dass du weitere Verkäufe dann machen kannst, entweder automatisiert oder mit deiner Persönlichkeit, um einfach deine Umsätze zu steigern, höherpreisige Produkte zu verkaufen. Und auch dieses Verkaufssystem werden wir dann gemeinsam für dich, ja, aufsetzen.
Und der letzte und ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist die Automatisierung. Warum ist das so ein wichtiger Punkt? Weil gerade im Internet kannst du vieles automatisieren. Du kannst quasi deine Neukunden- und Interessentengewinnung ja, fast zu 100% automatisieren, wenn nicht sogar in manchen Bereichen zu 100%. Und das führt natürlich dazu, dass du zum einen ja weniger Zeit investieren musst in deine Neukundenakquise und deine Zeit eben nur noch für die Menschen ja, bereitstellst, die an deinem Angebot Interesse haben. Und das sind jetzt so diese 7 Schritte, nach denen schon viele Menschen, ja, viele hunderte Menschen ihren Traum verwirklicht haben, ihr Lifestyle-Business aufgebaut haben. Und das ist genau der Punkt, den ich dir heute ja mit an den Weg, an die Hand geben will. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann werden wir anhand dieser 7 Schritte, werde ich dich begleiten. Ich werde die 7 Schritte mit dir durchgehen. Dazu ist einfach aber nur notwendig, dass du bereit bist, dass du wirklich Veränderung willst, dass du auch das umsetzen willst, was wir besprechen und dass du dann auch eben dann in die Handlung kommst. Wenn das für dich genauso in Ordnung ist, dann findest du jetzt unterhalb des Videos einen Button, den du klicken kannst, melde dich dort an. Danach nimm Kontakt mit mir auf, schreib mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du ebenfalls unterhalb des Videos oder kontakte mich über Skype. Sag mir, dass du dich angemeldet hast und ich nehme dann Kontakt mit dir auf, damit wir dann das erste Gespräch gemeinsam führen. Wenn du Hilfe bei der Anmeldung brauchst, dann kannst du mich ebenfalls kontaktieren. Wie gesagt, die Kontaktdaten unterhalb des Videos. Dann helfe ich dir auch gerne bei diesem Anmeldeprozess. Natürlich auch, wenn du Fragen hast. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, dass du den Traum von deinem Lifestyle-Business ja, erfüllst, dass du an dich glaubst, dass du deine Ziele findest, dass du ja, Energie hast. Und in diesem Sinne alles, alles Gute. Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.